Guten Tag, herzlich willkommen, neue Runde. Wir zocken mal wieder eine Runde und wir hatten, ihr seht das da an dem Speicherstand, nämlich zuletzt am Ende August zuletzt Tomb Raider Hospital gespielt. Deswegen, es wird mal wieder Zeit, eine Runde Tomb Raider Hospital anzufangen. Halloween ist ja auch schon durch und deshalb noch so ein bisschen im Halloween-Look, aber das ist nicht so schlimm. Two Point Hospital, wenn euch das nicht sagt, ich reiße es mal kurz zusammen. Two Point Hospital ist der Fortsetzer, man kann schon fast Fortsetzer dazu sagen, nämlich zu Theme Hospital. Theme Hospital, auch eine grandiose damalige Serie, Game-Serie, die wir wirklich auch damals gesuchtet haben und heute auch gerne ab und zu mal suchten. In der Infocard auf YouTube, beziehungsweise wo ihr gerade auch zuschaut, könnt ihr euch gerne mal auch die Sessions angucken von Two Point Hospital sowie auf Theme Hospital und weiteren Let's Plays. Alles das bei uns auf der Seite auch natürlich, iplim-tv.de. Schaut da natürlich gerne vorbei oder folgt uns auf den Social Media Netzwerken. Die werden unter anderem ab und zu unten eingeblendet, aber auch findet ihr diese natürlich auf unserer Webseite iplay-tv.de. Wir starten setzen fort unsere Session von Tomb Raider Hospital und überlegen mal, ich weiß gar nicht mehr, wo sind wir eigentlich stehen geblieben. Aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ein Sandbox-Spiel ist letztens freigeschaltet worden. Okay, das wollen wir aber eigentlich noch nicht. Das ist noch gar nicht wichtig. Weil das haben wir schon gemacht. Ich glaube, hier müssen wir weitermachen. Genau, nämlich im Flemington. Wohlhabende Stadt. Und ich denke mal, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen weitermachen. Mal gucken, was uns da so erwartet in Flemington. Deren Bewohner haben natürlich mehr Geld als Verstand. Verzeih mir das Wortspiel, aber ich glaube, hier können wir uns gesund stoßen, wenn wir eine Marketinglizenz hätten. Wir können mit Hilfe von Marketingkampagnen unseren Ruf natürlich verbessern, mehr Patienten anziehen und bessere Mitarbeit gewinnen. Ich würde natürlich auch vorstellen, dass wir uns unsere Forschung und auch unser Marketing auf ein Krankenhaus konzentrieren, unter der dieser Gegend schon länger leidet, nämlich tierische Anziehungskraft. Klingt interessant und deshalb starten wir einfach mal durch. Ich hoffe, ich weiß die Tasten noch. Die wir brauchen. Auf jeden Fall haben wir zum Thema Marketinglizenz eine Entwesungsanlage der Forschung und in der Diagnose tierische Anziehungskraft. Aber wir brauchen natürlich erstmal das Wichtigste. Eine Aufnahme. Oder haben wir noch das andere? Die andere Aufnahme? Nee, es ist die Aufnahme. Eingang. So, so. Ja, ne? Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, mit 3 sollten wir wirklich damit rechnen. 1. Du hast deinen da, die andere musst du leider nach hinten laufen, tut mir leid, aber es ist so. Eine Heizung. Das reicht dann schon. Fehlt noch was? Hier ist irgendwas. So, okay. So. Reißen wir den wieder ab. Brauchen wir nicht. Nein. So. Hierfür werden aber auch schon mal Assistenten benötigt. Deshalb stellen wir einfach schon mal ein paar Assistenten ein. Sie hat einen Weiterbildungslehrgang. Das klingt schon mal sehr interessant. Deshalb stellen wir dich gerne mal ein. So. Und des Weiteren brauchen wir noch eine. Was hat die denn hier? Ausdauertraining, Kundenbetreuung und Motivation. Das klingt gut. So. Wir brauchen eine Arztpraxis. Wie zu jedem Arzt gehört eine Praxis dazu. Mit Doktorchen und hier.
gerne noch einen Abfalleimer und eine Heizung. Und dann haben wir das auch schon mal geschafft. In diesem Zimmer muss natürlich ein Arzt rein. Denn der kann auf jeden Fall schon mal Allgemeinmedizin. Klasse. Allgemeine Diagnose. Darf nicht fehlen. Das war so. Ah, halt. Okay. Ich erinnere mich. Die Musik ist irgendwie besser geworden, oder? Bei unserer letzten Session, wisst ihr das? Wisst ihr die noch? Ich kann mich nicht so richtig dran erinnern. Psychiatrie und Forschung kann, ja? Ah, okay. Okay. Also wir haben so ein bisschen Halloween-Musik auch. Das ist doch auch schön. Das freut mich. Ah, ist doch schön. So, eine Forschung. Ah. Pflanze wäre nicht verkehrt. So. Haben wir denn schon Forscher? Ich guck nochmal. Nein, haben wir nicht. So. Komm, wir starten erstmal eine Runde. Wir sollen natürlich auch was forschen. Das war, was war das? Entfäserung. Und tierisch. Starten wir das schon. So. Dann lassen wir schon mal die ersten Leute kommen, damit wir auch ein bisschen Geld reinkriegen. Station. Oder erstmal Cardio oder Psychiatrie. Na komm, bauen wir hier in Psychiatrie. Psychiatrie sollte immer ein bisschen größer sein, habe ich mal so festgestellt. Hier an Innenwand will ich das nicht platzieren. Heizung nicht vergessen, denn es ist kalt. Der Easyken hat ein Upgrade. Achso. Oh, wir brauchen ja noch einen Hausmeister. Oh. Und auch gleich Geister. Gut. Gleich mal das Upgrade durchführen. Get back to work, please. Get back to work. I'd like you to all think of a butterfly sleepily waving its colorful wings. Isn't that a lovely image? Meanwhile, in the news today, the mayor has announced a 100% increase in our taxes. Das Pausenzimmer, das wichtigste Zimmer überhaupt. Brauchen wir ein paar Spinde. Fünf. Ach, die kommen von da? Nicht von da? Oh. Kommt der denn von da? Okay. Bin ich ein bisschen überfordert, warum der von da gerade kommt. Heizung. Ja, ja. Das kommt noch. Wart doch mal ein bisschen ab. Das wird noch kostendeckend arbeiten. Passt auf. So.
Oh, ein bisschen warm davon. Wir brauchen natürlich noch einen Getränkeautomaten und einen Snackautomaten. Wichtig ist auf jeden Fall noch ein Abfalleimer. Natürlich dann auch gerne einen Broschürenständer und ein paar Pflanzen. Das macht das alles ein bisschen schöner. Freut mich. So, wir machen mal weiter hier. Er hat einen Termin bei der Psychiatrie. Das ist doch hier unser Psychiater, ne? Ja. Psychiatrie, please. Gehst du mal bitte zur Psychiatrie? Ah. Das sehe ich ja auch zum allerersten Mal. Okay. So. Mal ein bisschen schneller gemacht, damit das der auch dahin kommt. Wir brauchen noch eine Apotheke, aber wir brauchen auch eine Station. Spinde. 1, 2, 3, 4. Und was da? So. So. Nein. Ach ja. Verkauf. Also es ist wirklich so reine Halloween-Musik. Merke ich gerade. Doch was. So, wir brauchen noch eine Kardiologie, um ein bisschen Cardio zu machen. Muss ja auch nicht viel drinstehen eigentlich, ne? Ja, Kardiologie. So, auf jeden Fall kriegt ihr noch ein schönes Poster, um sich das anzuschauen. Solange er Cardio macht. Wir haben eine Nachricht, das wurde eine neue Krankheit, der hat nämlich dreckiges Mundwerk. Macht der Patient den Mund auf, kommen furchtbare Sachen raus. Passiert, wenn man verbal ins Klo greift. Deshalb schicken wir ihn direkt zur Apotheke
damit er eine Arbeit. Oh, ja, brauchen einen Forscher. Die kann auch ganz gut Station. Und Rock'n'Rollitis entdeckt. Der muss in die Psychiatrie. Ihr merkt, was wir gerade für ein Problem haben. Hallo? Hallo? There's nothing like a burp. And now, Burp Soda comes in three new flavors. With 23% more fizz. Open your mouth and have a burp. 24 hours a day. This is Two Point Radio. Two Point Radio. Schwester, bitte. Nurse needed in general diagnosis. Ach, die brauchen einen Arzt. Entschuldigung, einen Arzt. Der kann wenigstens, hat wenigstens Intelligenz. Das ist schon mal schön. Ach, nee. Eine Schwester brauchen wir. Spritzenverwaltung, das ist doch auch eine gute Sache. So. Ja, ja, das Krankenhaus. Ja, ja. Discofieber. 10 Leute? Nee. 7 Patienten. Nehmen wir natürlich an. Solange du nicht gleich in die Pause gehst. Weiterbildung. Da stehen jetzt 7 Leute an, ist natürlich ein bisschen viel, aber hoffen natürlich, dass sie dann jetzt auch. Has anyone seen my pen? Hör auf, deinen Stift zu suchen. Du weißt, wo er ist. So, die frastelt ein bisschen. Er ist tot. Der Tod kommt. Ach ja. You're listening to Harrison Wolf. So, Psychiatrie haben wir. You're listening to Two Point Radio with your resident weirdo, Harrison Wolf. Stay tuned for some great music. You never know, we might get lucky. Wir bringen gerade ein paar Leute um, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, hoffe ich. Leuchter, okay. Machen wir schnell ein Upgrade. Please
respect the hospital grounds. No unauthorized digging. Die riesengroßige Töpferei, das ist so ein Riesengeschoss. Wie man nur sowas produzieren kann, verstehe ich nicht. Wie viel stehen denn hier an? Zwei Leute, ach, das geht ja. Wir machen Gewinn, das ist doch schon mal gut. Zirkustherapie. Oh. Passt nicht. Dann was anders. Haben wir die? Kriegen wir die hier runter? Nein. Doch. Don't forget to tip your doctor. Doctor to research, please. Ja, Moment. Moment, ich bin dabei. So. Psychiatrie, guck mal. Forscher. Ah. Maintenance announcement. Plants need water. So. Da haben wir noch Platz, sehe ich gerade. Eine Nachricht haben wir gerade, nämlich, die Herausforderung ist mir, was möchte sie denn? Achso, 100.000 Euro verdienen, ja, das kriegen wir hin. Machen wir einfach mal. Dass du auch keine Eckräume bauen kannst, ne? Oh. Ja. Da 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 da. Ich baue noch eine Tür ein. Ach, geht gar nicht. Schade. Ich wollte noch eine Tür einbauen. Die von der Seite ist eigentlich, ja, egal. Sechs Leute in der Psychiatrie. Doktor ist auch wieder da. Vorstellen, dass sie nichts zu tun haben, die Leute. Wir wollen mal eine Forschung starten. Denn wir brauchen... Was brauchen wir eigentlich? Ja. Gucken wir mal. Ich habe zwei Chefärztin, Chefärztin, Chefarzt. Ja, machen wir mal gleich. Machen wir wohl gleich mal. Two Point Hospital, ein cooles Spiel. Sie langweilt sich, ne? Vielleicht brauchen wir noch einen Raum. Was wollen wir denn haben? Busparkplatz? Grundstück 3? Grundstück 2? Oh. Anything deposited in a bin.
bin ist now hospital property. No rummaging. Bitte nicht rennen, vielen Dank. Sobald Sie rennen, können Sie sich selbst gefährden. So ungefähr. Sondermeldung, wir haben 4 von 7 geheilt. Ah, gut, okay. Und, ein guter VIP kommt ins Haus. Hallo, VIP. 50.000, bisschen teuer. 60. 55. 40. Oh, es geht gut. 60, Entwiesungsanlage. Like, how many planets out there support life? And what's another word for thesaurus? Muss das erforscht werden? More existential questions after this. Ach ja, die wird gerade erforscht. Ja, tut mir leid, habe ich noch nicht. Tut mir leid. Ein VIP ist zu Gast. So, sie möchte als weitergebildet werden. Sie hat bislang Forschung. Deshalb darf sie jetzt auch. Kriegt sie Psychiatrie-Name dazu? 240. Ja, komm, Psychiatrie. Darf unser Chefarzt machen? Haben wir denn einen Forscher? Achso. Ja. So. Haben wir denn noch einen Forscher? Gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. Fehlen irgendwo ein paar Leute, habe ich so das Gefühl. Und wir brauchen eine allgemeine Diagnose. So, damit das nicht hier ganz verlorener Raum ist hier hinten. Maintenance announcement. Plants need water. Health and safety inspector. So, haben wir noch ein paar Bänke bauen. We're seen checking into the Shore Thing Hotel in Grockle Bay yesterday. He was then seen running out and screaming this morning. Sounds about right. Announcement.
bins will become full. Was ist voll? Eine Beförderung steht aus. Ja. 1600. Jetzt waren 6. Geht gut. 5. 2. Ne, 4. Na gut. Ja, der möchte 100.000 verdienen lassen. Ja, gut, okay. Achso, es gab keine Bildung. Ah, schade. Entwesung, ja, ist aktuell noch nicht fertig. Ich glaube, wir brauchen noch keine. Wir haben nur 24. Auch wenn wir jetzt gerade aktuell Minus machen, sollten wir das, denke ich, schaffen. Hoffe ich. I hope. So, wir schauen mal, was wir noch brauchen. Aufnahme haben wir. Das haben wir. Jo. Jo. Das auch. Patients are reminded that this is a workplace, not a theme. Zirkustherapie brauchen wir noch und die Frakturstation. Und dann würde ich mir erstmal das hier für die 40.000 kaufen, wenn es dann so weit ist. Is it just me or are the pointy mountains getting less pointy? We should raise some money and get them sharpened. I mean, sharpened? Who wants to live in the shadow of blunt mountains? Was hat er denn? Entwesung. Ja. Sorry, Leute. Ich noch nicht. Was haben wir denn noch hier? Vom Chefhausmeister, das ist doch gut. Schauen wir mal. Oh. Oh. Jetzt haben wir aber richtig Schulden. Denn das entstehen, dass wir Schulden haben. Oh.
Ja, die Leute, die kommen auch von hier hinten. Das ist natürlich alles ein bisschen Mist. Mist. Update. Wir haben 15 Ruf bekommen. Klasse. Neue Herausforderung, Krankenhausaktivität von 70%. Und sie brauchen auch eine Weiterbildung, kommen wir gleich dazu. Ist dabei, wenn das hier fertig ist. Ich baue hier eine kleine Aufnahme hin. War die denn? Muss das immer eine Runde sein? Hey. So. Pardon, Entschuldigung. Hält die Aufnahme instand. So, weiter geht's. Ach, ich habe gerade kein Geld. Das ist blöd. Bräuchte aber noch einen Arzt. Handlung oder beide? Maintenance announcement. Plants need water. Ich habe gerade kein Geld, tut mir leid. Notfallapotheke, mit dreckiges Mundwerk. Ja gut. Schwester bitte. Schwester bitte. Schwester da, gut. Training course complete. Class dismissed. 1800, ja gut, okay. So. Sag jetzt nicht, dass die jetzt sofort darüber geht. Von Lykotropie. Das ist nämlich für ausgerottet halten. Deshalb schicken wir die Leute erstmal zur Apotheke. Keine Bänke. Doctor required in research. Hm.
Ah, der Gesundheitspreis geht an. Ich hoffe nicht uns. Als Arbeitgeber des Jahres und aufsteigender Stern. Freut mich total. Ist zu teuer. Oh nein. Jo. Ja. Der muss noch mal einmal weg. Den Schwestern, das kann sein. Eine. Ich habe gerade nicht so viel Geld, dann müsst ihr mal ein bisschen mit weniger auskommen. Die Psychiatrie läuft über. Okay. Das ist nichts Neues. Ihr könnt hier nicht sitzen, ich merke das schon. Und euch ist sicherlich kalt. Ja. Das gibt's gerade nicht. Ich wollte gerade bauen. Zirkustherapie und Fraktions... Lucky Hospital had a visit from Augustus Lavender, the holistic CEO today. But I'm not sure anybody wants an emergency aromatherapy ward. Ja, du mit deiner Weiterbildung. Psychiatrie. Und das ist auch beschlossen. Jetzt geht's hier los. So, wir brauchen unbedingt die Entwesungsanlage. Merkt ihr was? Ich habe irgendwie nie Feuerlöscher eingebaut, ne? So, und Marketing ist freigeschaltet. Das heißt, wir bauen auch gleich den Marketing-Room.
können wir hier eine Kampagne starten für allgemeines Marketing, kostet 10.000. Okay. So. Solltest du gleich mal weiter fortlaufen lassen. Erhöht die Bewerbungskampagnen auch. Okay. Achso, und ich muss hier meine Forschung weitermachen, glaube ich, ne? Oder brauchen wir noch was Besonderes? Also, ich gerade, was sinnvoller ist. So, wir gucken mal kurz in die Personalakte. 1, 2, 3 Forscher. Der Forscher ist da. Okay. Der andere ist da. Der nächste ist in der Forschung. Hab ich denn noch einen Forscher? 2 Forscher? Wenn ich einen reinen Forscher hätte, ne? Das wäre mal interessant. Psychiatrie, Psychiatrie 2. Oh, ja, gerne. Gerne. Was möchtest du denn? Mach Pause. Ja, mach Pause. The new number one album from Jasmine Odyssey. Featuring the hit singles. Nice smelling face. Ich stelle auch irgendwie immer die falschen Personen ein. Salivation, the new number one album from Jasmine Odyssey, is out now. This is 1, 2, 3. Dankeschön für was auch immer. Ich guck gleich mal nach. Moment. Aber Dankeschön dafür. Ich tapp mal kurz raus. Hupsala. Dankeschön für dein Follow. Danke. Ich muss das mal hier anders anordnen. Dann sehe ich das auch. So. Dabei, wir sind dabei. Okay. Spritzhaus, was müssen wir denn? Das Spritzenhaus. Okay. Das Spritzenhaus? Ach, das müssen wir erforschen, glaube ich, ne? Ja, ach. Jetzt müssen wir dich leider nach Haus schicken. Einen guten. Da ist er. Toilets need routine servicing. 5. Ja, es läuft gerade ein bisschen.
Sie, die Pflegeschülerin, braucht eine. Deswegen kriegt sie Ausdauertraining von und da können wir gleich noch jemanden dazusetzen. Damit sie es laut. So. Doctor wanted in research. Entleuchter? Ach, hier. Kostet ein bisschen Geld, aber gut. Maintenance announcement. Bins will become full. Die Farbtherapie haben wir schon. Zirkus, ja. My therapist still says I need to find a hobby, so I decided to muss try so groß sein? Ever sit down with a small knife and a piece of wood? So. It's a very fulfilling experience, but how many stakes does one man need? The search continues. So. Noch was? Eine Pflanze natürlich. Sonst haben wir eigentlich alles. Und doch nur meine Tür versetzen. So. Assistant required in reception. Gut, gut, gut. Noch was für die Akten. Und was für die Wärme. So. Nehmen wir mal an. Und der möchte ein bisschen mehr Geld haben. Das kriegt er auch. Rival executive now approaching the hospital. So. So, wir starten mal eine kleine Kampagne für 3 Monate. Und Assistent mit Marketing benötigt. Oh, scheiße. Da. Sogar einer dabei. Bist du denn? Warum gehst du nicht aufs Klo? Ach so, Klos sind auch voll. Das ist doch eine offen.
Our marketing director, Stacy, went to a holistic nature commune to have her appendix removed. Wir haben ein bisschen wenig Toiletten, glaube ich. Tree surgeons. She'll need to visit a real hospital, but at least her hair has been nicely pruned. Jo. 15 Stück. Mechanik 2 vielleicht. So. Nee, brauchen wir noch nicht. Ach, was ist mit ihm denn los? Ach, er will ein bisschen Geld haben, ne? Naja. Mit Gesichtsfraktur. Bänke brauche ich. Man sieht das hier schon wieder. Ist hier ein bisschen dreckig. Ich glaube, ich brauche noch einen Hausmeister. Die Notifikation hört sich doch umso besser an. Jo. Bald. Spritzhaus. Schick ihn mal noch nach Haus. Wir brauchen noch ein bisschen. Deshalb. Ei, ei, ei. Janitor call to mend easy scan. Zehn Stück hier hinten nur alleine. Ja. Aber wenn ich jetzt Psychiatrie mache, ist es natürlich richtig blöd, ne? Weil... das gerade nicht so richtig auffangen können. Der Nachwuchsassistent, der könnte doch mal was machen. Der könnte mal Kundenbetreuung bekommen. Weil er schon die erste Kundenbetreuung hat. Also, dass ihr euch hier in der Allgemeinmedizin die Füße platt redet.
Das finde ich mega. Warum? Gerade noch. Hier stehen schon vier. Jetzt schon vier an. Diagnostik und Forschung und Allgemeinmedizin. Ist nicht verkehrt. Wartet doch mal ab, Leute. Ah, wir haben nur 7 von 10 geheilt. Eieiei. Die Schlangen sind auch mega lang. Zum Kotzen ist das. Zum Kotzen. Kennt ihr ja. So. Ein bisschen befördern. Ja. Merkt man auch sofort, dass wir eine Kampagne gestartet haben, weil das Schiff ist hier voll. Get weird for you, hearing this voice coming out of nowhere every few minutes. But don't worry, I'm not inside your head. I'm just inside your radio. That's where the music lives too. So, ich wollte noch. Music like this. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Ein krankenfähiger Grunz möchte wohl gehen. Weiterbildung, Weiterbildung. Ärztin, Fachärztin. Wer war das? Noel Pong. Suche ich raus. Was könnt ihr denn? Was wollt ihr denn? Behandlung. Sieht doch gut aus. So, Fragkultur, sterben uns jetzt gleich alle weg, weil es doch so lange dauert. Ja, 5
wenig auf. Mir tut's leid, aber was soll ich machen, ne? Also. Wisst ihr, ich baue jetzt hier noch Toiletten hin. Gelache, ne? Das ist ja mal. First drive-thru has opened in Crockle Bay. Now you can order your extra crunchy burgers without leaving the comfort of your car. And remember, order more than 10 Roach Burgers and get a free road shake. Roach Burgers! 24 hours a day. This is 2-Point Radio. Das Ganze hört sich für mich ab und zu auch gerne mal so an, dass es, kennt ihr das? Gibt's im amerikanischen Fernsehen. Gab's bei uns in Deutschland auch. Der Preis ist heiß, aber dort natürlich The Price is Right. Da sind die Kommentare bzw. die, die Sachen fast genauso. Ne? Also so klingt das für mich. Nurse, please go to the pharmacy. So. Das braucht noch ein bisschen. Also. Was wollen wir machen? Das ist die ganz gute Frage. Ich habe hier so meinen Gedanke. Im zweiten Gebäude bauen wir dann gleich zwei oder nochmal zwei oder drei Stück Allgemeinpraxen auf. Dann brauchen wir, Psychiatrie ist hier leer. Hier stehen 6 vor, nochmal vor der Allgemeinmedizin. 2 stehen hier. Müssen wir halt wirklich gucken, was wir wirklich hundertprozentig brauchen. Dann könnten wir nämlich sagen, okay, wir bauen das dann so auf. Den ist kalt. Das können wir ändern. Bank. Ah, blöd. So. Guck mal. Den Raum auch genutzt. Jetzt ist euch wieder warm. Dann würde ich mich das gleich bauen. 60.000. Ja komm, lieber jetzt schon bebauen lassen, als dann später zu hoffen, dass dann gar nichts oder gar nichts da ist. Das ist, glaube ich, richtig so. So, sie braucht eine Weiterbildung. Noch irgendein Teilnehmer ohne Weiterbildung? Nein. Diagnostik wäre doch ganz gut. Von unserer Schwester. Und da kommt dann noch der Krankenpfleger dazu. So, dann lassen wir es mal kurz ein bisschen arbeiten. Thank you.
Nigel Bickleworth. On 2 Point Radio. Fear not, faithful listeners. Your favorite radio personality, Sir Nigel Bickleworth, is back. As much as I would like to quit this infernal booth forever, I just cannot deprive you of my wit. I take the responsibility of being your only source of intellectual stimulation very seriously indeed. More instantly forgettable melodies coming up next. Ja, so. Ich hab's euch gesagt. Wir brauchen noch ein paar Allgemeinmedizin. Denn wir merken ja eindeutig, dass wir zu wenig Leute haben. So, das Spritzenhaus ist dann auch schon fertig. Ich drück mal kurz auf Pause, um das Spritzenhaus aufzubauen. 3x3 nur. Ja, dann. Da. Krieg ich noch eine Heizung? Ist ja kalt. Feuerlöscher wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. Brauchen. To say I will be giving a lecture at our local university on the topic of pretentiousness, namely how to do it correctly. Perhaps my contribution will put a halt to the alarming decline in educational standards in our community. We're close to award season. Zeit für die Auszeichnungen der jährlichen Gesundheitspreises. Mal gucken, was dieses Mal ist, was wir dieses Jahr gewonnen haben. Ich bin gespannt, wie ein Schnitzel, denn wir haben Aufsteigungsdezern 2x, dann der beste Lehrkrankenhaus und den Patientenpreis sowie Krankenhaus mit der besten Forschung sowie Krankenhaus des Jahres. Das freut mich. So, hier ist kalt, kein Problem, es gibt eine Heizung. Hier alles. Das läuft natürlich nicht. Ich muss
müssten sich doch jetzt alle mal gut verteilt haben. Hoffe ich. Notfall. Töpferei. 7 Patienten. Group of patients now arriving. So. Maintenance announcement. Bins will become full. Weiterbildung. Sie möchten eine Weiterbildung haben. Wie so viele, ne? Was hat sie denn schon? Ausdauertraining. Dann soll sie Motivation kriegen. Was läuft denn hier über? Hier läuft, was ist das denn? Die Kardiologie und die allgemeine Diagnose. In today's guide to good manners, I would like to turn my attention to the selection and drinking of wine. If you are the type that is content to swill the house red, whatever that may be, you have no place in a fine establishment. More than anything, however, you must remember that one never spits out wine in a restaurant. You would be surprised how many do. Doctor to psychiatry, please. Pause. Geht in das Spritzenhaus. Nurse wanted on the ward. Da drinne. Ist im Lehrgang. Geht wohin? Ist da drin. Also wir brauchen ja noch einen, mindestens. Zwei Leute mit einer Weiterbildung kriegen wir auch hin. Stehen da Leute Schlange? Ja. Der Easy Scan hat ein Upgrade bekommen. Sogar. Training course complete. Class dismissed. Hausmeister mit Geisterjägerfunktion. Und Phantom. Phantom möchte unbedingt noch Forschung haben. Fähigkeit haben. So. Hundertfünfundneunzig, die Fachärzte. Sechs Leute stehen jetzt hier schon an. Hier auch schon sechs. Maintenance announcement. Plants need water. You're listening to Nigel Bickleworth. On Two Point Radio.
The Orb Foundation's healthcare division is nothing but a load of hocus-pocus hogwash, if you ask me. Yeah. It doesn't take a brain surgeon to see the only thing they're good at is brainwashing. Die Nicht-Hausmeisters sollten vielleicht dann mal erforschen, beziehungsweise zufrieden damit sein, dass sie dann auch langsam mal Geister erforschen können. Wäre mal sinnvoll, glaube ich. Weil er dringend aufs Klo muss. Ach, das kann doch gar nicht sein. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Wir sind dabei. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ach ja. Wo sind denn unsere ganzen Forscher hin? Was machen die denn? Der erste ist in der Psychiatrie. Der zweite macht Pause. Der dritte macht einen Lehrgang. Der vierte ist in der Allgemeinmedizin. Ach, interessant. Was machst du denn da? Und dann habe ich hier Personal wahrscheinlich, was hier einfach nur sinnlos dumm herumläuft, ne? Ja, die ist ein bisschen klein, das gebe ich zu. Ich überlege schon, dass ich die vergrößere. Dabei die Forschung hier nach unten setze. Und mache die ein Stückchen größer. Gehen die Toiletten nämlich größer. Und dann... könnten wir gegebenenfalls das dann... schon mal ein bisschen beheben, dass die alle aufs Klo müssen. Der rennt hier auch schon, aber aufs Klo muss. Toilets. 3, 4, 5. 3. Mach ich 4. Beförderung. Wir wollen mal wieder ein bisschen Geld ausgeben. So. Hungry. Anxious. Lonely. Eat some cheesy gubbins. Cheesy gubbins. Cheesy gubbins. A snack for people with nothing to lose. This is Two Point Radio. 2. Dann mach ich den hier dicht. So viel brauchen wir nicht. Das ist das hier. Würde auch ein kleiner funktionieren? Ja, gut.
Der Gesundheitsinspektor kommt ins Haus. So, ich möchte gerne Geisterjäger. Dass die das wirklich alle können. Es ist nämlich... Doch, ja. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. So, Toiletten sind jetzt größer geworden. Mach fleißig Gewinn. And now for Sir Nigel Reviews, in which Sir Nigel reviews the new fitness center in Lower Bullocks, the Steel Buns Gym. I spent a very pleasant afternoon in the sauna, but did not care for the smells as one walks down the corridor. In short, I would stick with the perspiration spa in Grockle Bay. Clean up required. Dead patient in the corridor. Ein Hausmeister ist gerade nur noch da. Der ist gerade für alles hier verantwortlich. Doctor to Pan's lab, please. Weil die anderen gerade in der Forschung sind. Training course complete. Class dismissed. Nurse to general diagnosis. Achtung, Herzraser brennt. Was? Du Scheiße. Oh. Wo bist du? Rennt er? Rennt er. Er rennt. Verfolgen wir ihn. Lauf, Faust, lauf! Maintenance announcement. Bins will become full. Oh, der zweite Gerät brennt. Ah. Ein Feuerlöscher wäre gut, ne? Ich weiß gar nicht, dass die Dinger brennen können.
Jo, Gassi-Jäger abgeschlossen. Endlich können sie jetzt dann wieder fleißig. Ne? Mit grauer Antinomie. So, wir brauchen auf jeden Fall. Wumms haben wir. Dann umwandeln wir uns noch Brown, Cumberland und rückwärts zurück. Also Brown, Wumberland. Brown, Cumberland und rückwärts. Cumberland. So. Was möchte ich denn haben? Pflegeschüler, Assistenzärzte, Pflegeschüler. Behandlung ist wichtig. Von unserer Fachärztin. Dazu wollen wir dann uns noch Assistenzarzt, Nachwuchspflege. So. If you see anything suspicious, please investigate further. Wir brauchen einen Feuerlöscher. Da war doch einer. Awesome. Leute, wir bilden gerade fleißig aus. Bitte habt einen Moment Geduld. Ein kleiner Pausenraum hier noch, gut. Da. I don't mind telling you it's a bit nippy in the booth today. The heater is malfunctioning and the window is stuck in an open position. I have no choice but to engage in vigorous exercise. Now, if you'll excuse me. So, bitte habt einen Moment Geduld. Ich muss kurz mal hier den ausstatten. Ja, wer denn?
Friseur. Wo warst du? Wo bist du? Da. Ah. Möchte mehr Geld, okay. So. Drei Geister fangen, ne? Das ist ja nicht schwer. Sieben. Da fünf. Oh. Leute, was soll ich machen, Leute? Ey, kommt doch mal dazu, dass ihr endlich mal euch ordentlich aufteilt. Also die, die Psychiatrie haben, sollten auch gerne mal Psychiatrie 2 bekommen. Dann haben wir keinen Psychiater mehr. Oder? Doch, ich glaube. Wir haben... 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Abgezogen. 1, 2 sollte reichen. Zu viele Leute haben, weil das wäre dann natürlich auch blöd, ne? Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Sehr unzufrieden. Oh. Ah, hat sich schon wieder gefangen. Ich glaube, wir brauchen noch eine zweite davon.
ist sie ein bisschen blöd, ne? Ist doch da viel schöner, dann können wir die nicht ein Stück breiter machen. Macht doch Sinn. Bauen wir den noch um ein Feld größer. Passt die Tür hier auch besser hin. Zack, zack. Und dann haben wir schon. So. So, 24 Teilnehmer, die etwas erlernen möchten. Hausmeistertätigkeiten wären jetzt gerade vielleicht sehr sinnvoll. Über Instandhaltung. Was hat der? Mechanik, Mechanik 2 und Instandhaltung wäre dann vielleicht was Gutes für den. So. Ich würde mal ganz kurz raustappen. Seht ihr ja zum Glück nicht. So. Ja, kommt's bald dran. Zwölf Leute in der Psychiatrie. Elf. Boah, eine Psychiatrie. Und wir haben es Viertel vor. Wobei, ich würde jetzt hier einmal ganz kurz auf Pause drücken. Und dann würden wir in circa 15 Minuten weitermachen. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit Two Point Hospital. Ich drücke jetzt auf Pause und dann hören wir uns in circa Viertelstunde wieder. Bis gleich. So, guten Tag, wir sind wieder da und wir machen direkt weiter mit Two Point Hospital, dem Krankenhaus-Adventure-Spiel zum Hause von Sega. Ach, die machen gerade hier Forschung, ja, stimmt. Weiterbildung abgeschlossen. Freut mich. Wir haben hier Forschungsleute, das du möchtest gerne eine haben, okay. Hat Forschung und Behandlung.
Psychiatrie könntest du vielleicht noch. Ja. Mit unserem Chefarzt. Kannst auch noch. Und ja, du hast Intelligenz, dann machst du es auch gleich. Ja, Halloween ist eigentlich schon vorbei, aber trotzdem gibt's diese tolle Musik noch dazu. Maintenance announcement. Bins will become full. Was ist voll? Die Award-Season ist da und die schauen wir uns natürlich jetzt an. Was haben wir gekriegt? Das schauen wir uns jetzt alles mal an. Ja, keine Todesfälle haben wir auch noch nicht bekommen und Krankenhaus mit dem höchsten Prestige haben wir auch noch nicht. Nein, nicht schlimm. Sieh dir mal die Option Gehaltsprüfung auf der Personalliste an. Okay, gerne. Gehalt prüfen. Okay. Ja, gut, komm. Stehen wir alle. So. Jetzt seid ihr wieder schon mal ein bisschen zufriedener, hoffe ich. Pfefferminz droht wieder, unser Krankenhaus zu verlassen. Warum? Was ist denn mit dir? Was fühlst du denn schon wieder? Voller Energie. Zu kalt. Ja, du bist ja auch draußen. Das ist günstig, ja. Günstig bist du auch. Also was... I have discovered the heater had been jammed with sodium snacks. No wonder it ceased to function. I suspect this is the work of that unhygienic anarchist, Harrison Wolf. Words will be had, I assure you. 9, 7. Ja. Ja. Wir sind sehr gelangweilt. 160 Tage lang. Ja. Was soll ich sagen, ne? Also... Beschwert euch nicht, Leute. Seid froh, dass ihr einen Job habt, bei dem man wirklich so gut ist, dass es, ne, Spaß macht zu arbeiten. Die fragt sich irgendwas.
So, wir starten einfach mal eine Kampagne. Oder? Ja, komm. Komm. Eigentlich, der müsste was verdienen. Na komm, da haben wir ja jetzt gerade schon die Person gefunden. So. Oh. Das hat doch nicht geholfen. Health Inspector, now arriving at the hospital. 20 Teilnehmer bräuchten eine Fortschritt, sagen wir es so. Die Stationsverwaltung, die könnte mal was machen. Was könnte die denn? Spritzenverwaltung, ja. Wir bräuchten vielleicht noch mal einen Hausmeister mit geisterjäger Funktion. Der sich mal da mal ein bisschen. Jobs, genau. Doch. Ja, Jobvergabe ist nicht so das, was eigentlich ich mir vorgestellt habe dadurch. Aufs Klo, ja, dann geht auch aufs Klo. Och, Leute, ihr seid mir Leute. Aufs Klo. Weiterbildung. Machen wir gleich. They said he was too old. They said he looked ridiculous. Farbtherapie ist fertig. But when the world needs a hero. Ach so, a hero must put on his spandex. This summer, Roderick Cushion returns as Perilous Spandex. In Perilous Spandex 5, A Stretch Too Far. This is Two Point Radio. So, ein bisschen befördern. Graue Antinomie in der Farbtherapie. Okay. Behandeln wir mal vorsorglich. Training course completed. Warum hat die denn so ein schnelles Tempo drauf? Was hat die denn?
Ausdauertraining. Ach so, ja, stimmt. Was ist denn Thomas Nerd? Ach, der ist da schon drin, okay. Natürlich werden noch ein zweiter Level. Marketing und Kundenbetreuung. Das hört sich gut an. Ist er dicht? Gar keine. Doch, ein bisschen. Hey. Training course completed. Also, ja gut, okay, dann müssen wir doch mal hier ein bisschen was in den Jobaufgaben machen. Geister sollen alle machen. Lösche sollen erst recht alle. Was ist das denn? Eigentlich haben wir sechs Leute und sechs Leute bei drei. Bei drei. Remember, I'm not here to entertain you. I'm here to entertain myself. Bei 300, bei drei Gebäuden ist natürlich eigentlich schon sehr viel. Deswegen wundere ich mich, dass es hier irgendwie gar nicht so richtig läuft. Das ist auch schon fertig. Das 15. Also, Pfefferminz kriegt eine. Also, Pfefferminz, Anorak und Liebling. Anorak und Liebling. Wo sind die denn? Liebling. Und Anorak. Ihr kriegt Ausdauer durch unsere braucht ihr irgendwas? Nö. Durch unsere Schwester. Dann kriegen das aber auch gleich noch. Nachwuchsassistent, weil die sind jetzt wirklich ganz weit unten. So. Traveling future self is up to, but my arm just disappeared. Warning, this is a general warning. Okay. Ach, du stehst ja auch in der Kälte, ne? Also, warum stehst du da auch? Muss man nicht verstehen.
Also wenn wir das eine Sternenkrankenhaus erreicht haben, dann hören wir auch auf für heute wieder mit Two Point Hospital. Wir brauchen nämlich noch zwei Patienten mit tierischer Anziehungskraft. Kritisch. Förderung wieder mal durchspielen, weil sie gerade Forschung bzw. die Ständigkeit durch haben. Please don't unplug any vital hospital equipment. Das Ausdauertraining. Das sind immer die besten Leute. Leute noch. Dann machen wir doch mal was für unsere Oberschwester. Der Stationsschwester. Und der Fachärztin. So, was haben wir denn da? Motivation oder emotionale Intelligenz? Zufriedenheit. Ah, das hört sich schöner an. Wie ich diese Sprüche liebe. Ah. Das ist Two Point Hospital. Wo ist unser Forscher? Arzt mit Forschung benötigt. We're sorry for the litter that you dropped on our floor. Forscher, du bist wo? In der Psychiatrie, ja gut, okay. Macht Pause. Lernt. In der Psychiatrie. Arbeitet in der Töpferei, wollte ich gar nicht wissen. Hier macht alle was anderes, was ihr gar nicht machen sollt. Zu weisen eigentlich, aber sowas mache ich nicht ungern. Weiterbildung hier. Arbeit in der Töpferei. Ah, der wichtigste Beruf überhaupt.
unser Ein-Stern-Krankenhaus ist erreicht und es hat auch lange genug gedauert, muss ich wirklich sagen. 2 Stunden. There is really very little reason to visit Two Point County's desert region and even less reason to set foot upon its drabbest little town. I speak, of course, of Smogli, where popular pastimes include vigorous coughing and waiting in line for surgery. Well, I suppose everyone has to live somewhere. I'm not one for conspiracy theories, but you ever wondered why the meltdown is in the state it's in? Abandoned buildings, mutated wildlife, eerie reports. You ask me, it's something to do with all the experiments going on in those secret government facilities. Actually, I guess I am one for conspiracy theories. Das bedeutet, dass wir über den Teich springen werden. Denn das Wichtigste ist jetzt natürlich, was womit wir jetzt hier starten. Das ist nämlich dann Smogli, ein Uniklinik-Schwerpunkt mit Chirurgie und ein verlangtes Krankenhaus in der Nähe der Skraftwerke. Es gibt es dann natürlich auch. Und das kommt später. Und natürlich wartet uns noch viel, viel mehr. Hier ist nämlich auch noch eins. Hier noch eins, da noch eins. Also wir haben noch einige Krankenhäuser vor uns. Ich denke mal, so schnell hört das nicht auf mit Two Point Hospital. Und wie es weitergeht mit Two Point Hospital, das seht ihr in einer der nächsten Ausgaben von Two Point Hospital. Abonniert uns gerne an den Social Media Plattformen und natürlich auch gerne auf YouTube und Twitch, damit ihr auch gar keine Live-Session mehr verpasst. Oder in dem Sinne auch bei YouTube, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr gerade auf YouTube unterwegs seid, abonniert doch oder schaut gerne mal auf unsere Playlisten vorbei. Unsere Let's Play Playlisten, beziehungsweise auch die Playlist Two Point Hospital. Da sind alle Folgen drinnen, die wir bislang in Two Point Hospital gemacht haben. Und da könnt ihr einfach mal direkt euch durchschauen. Wir machen jetzt Schluss für heute und sehen uns in einer der nächsten Let's Plays hier wieder. Und in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Two Point Hospital oder herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei uns bei ePlay. Ich bin raus, sag Tschüss und bis die Tage.